Ria aus Berlin machte Ihnen Nachrichten, gesprochen von Helmut Gerlingen. Die nächste Nachrichtensendung hören Sie um 16.30 Uhr. Es ist 15.35 Uhr im Programm von Rias 2. Verehrte Hörer, die Sendung Treffpunkt. Hier ist Rias 1. Wir bringen Kommentare und Berichte. Aus der DDR, die nach seiner Teilnahme an einem Jazzfestival in Hildesheim offenbar nicht in den anderen deutschen Staat zurückkehren. Ja, einer der Organisatoren der Jazztime Hildesheim gestern bestätigte, habe Le Bluster seinen Schritt vor allem mit künstlerischen Argumenten begründet. In der Bundesrepublik ist der Musiker durch Fernsehauftritte in der aktuellen Schaubude und bei Alfred Biolek bekannt geworden. Dazu ein Bericht von Wolfgang Nölke. Stefan Distelmann von den 20.000 Besuchern zu Pfingsten in Hildesheim gefeiert. Distelmann, der 34-jährige Schallplattenmillionär und zu Hause in der DDR die Nummer 1 der Bluesinterpreten, hat sich am Dienstag nach Pfingsten entschlossen, seiner Heimat den Rücken zu kehren. Er bleibt im Westen, kehrt quasi zurück. Ja, aufgewachsen bin ich eigentlich in München, ne? Bis zum 13. Vier Fünftel Lebensjahr oder so, kann man sagen. Und dann haben sich ja meine Eltern entschlossen, dahin zu gehen. Und da bin ich dann geblieben. Mit Ausweis und, na, man ist ja dann automatisch Staatsbürger. Das sage ich jetzt nur, weil ich also vielleicht doch eine unbelastetere Vorentwicklung hatte zum Jugendlichwerden. Und vielleicht damit auch die Ambition, etwas zu tun. Nicht so zu schlafen, sondern etwas zu tun, sehr stark hatte. Ich wollte was tun, damit habe ich auch gleich angeeckt. Denn Distelmann spielte in der DDR den Blues, als diese Musik dort noch verboten war. Doch den jungen, unerschrockenen Distelmann erwarteten in der DDR beste Voraussetzungen für seinen späteren Beruf. Ich habe dann eben dadurch, dass ich Jazz gehört habe, weil mein Vater sehr viel mich dafür interessiert, Ray Charles gehört, Ella Fitzgerald, G.B. Lenoir, Big Bill Bronson und solche Leute. Und habe dann auch 1964 meinen ersten Kontakt gehabt mit diesen Leuten, mit Willie Dixon, Sonny Lenz-Lynn, Hubert Samlin. Meine ersten Kontakte, das erste Mal mit Leuten zusammengespielt, das war für mich unheimlich groß, unheimlich groß. Ja, nee, da war ich, knapp 16. So, und dann habe ich 1968 zum Beispiel, habe ich 3 Wochen mit John Mayer zu tun gehabt. Das war also auch unheimlich schön für mich. Und dann kamen noch viele Leute dazu. Und so, und da bin ich einfach bei geblieben, weil das war für mich die Musik, die mich am meisten bewegt. Und ich glaube, mit der man auch, das ist meine subjektive Meinung, am meisten bewegen kann. In Hildesheim erlebte Stefan Distelmann sein erstes Westpublikum. Ich weiß nicht, ich fand das so, wie es war, unheimlich gut. Vor allen Dingen war es schön für mich, weil es mein erstes Konzert war hier. Und vor dem ich ja die meiste Angst auch hatte. Man hat immer Angst. Ich hatte auch Angst, wenn ich in Polen gespielt habe oder CSSR. Das erste Mal jedenfalls. Und man weiß ja nie, wie es wird. Und ich muss sagen, ich bin also über die Maßen glücklich darüber, so wie es gewesen ist oder wie es geworden ist. Wie es werden würde, das ahnte zu Pfingsten noch niemand. Stefan Distelmann, der die DDR, wie er sagt, aus rein künstlerischen Gründen verlässt, lässt dort nicht nur Freunde und Kollegen zurück, sondern auch eine frisch produzierte, jedoch noch nicht gepresste neue Langspielplatte. Distelmanns deutsche Texte sind meist in der Ich-Form geschrieben. Sie behandeln Themen und Ereignisse seiner unmittelbaren Umgebung. Ob die neue Platte in der DDR jemals auf den Markt kommen wird, ist fraglich. Doch kaum im Westen kümmern sich um Stefan Distelmann bereits neue Produzenten. Gottfried Böttger, der Hamburger Pianist, will Stefan Distelmann vorerst unter die Arme greifen. Ja, ich kann sagen, er ist viele Jahre mein Freund und wir schreiben uns, beziehungsweise treffen uns, haben uns getroffen. Wie ging es denn eigentlich mal los? Mit der Musik. Ja, also eigentlich ging es damit los, dass ich eine Gitarre geschenkt gekriegt habe und habe damit meine Eltern ärgern wollen. Tja, weil ich die Ambitionen hatte, das Interesse zur Gitarre, zur Musik sowieso, weiß nicht, vielleicht angeboren oder so, aber vor allem in meiner Familie, wenn ich also zurückblicke, weder bei meiner Mutter in der Familie noch bei meinem Vater, war irgendein Musiker dabei, weder noch. Aber es ist eben, ja, mein Vater war ein sehr interessierter Jazzhörer und
Klassik, Barock, Musik. Das durfte ich hören, nichts anderes. Mir war also die Schlager- und damalige Beatmusik ziemlich stark verwehrt. Bin ja mit den Beatles groß, das heißt also, als die Beatles anfingen, 61, 60 so, fing ich an, zum Instrument zu greifen, 12 Jahre. Und mit 14 habe ich ja dann auch schon auf der Bühne gestanden, richtig und gesungen, abends, zum Tanz, 5 Stunden, in Potsdam zum Beispiel. Mit diesem Bericht ist die Sendung Kommentare und Berichte beendet.